So. Das ist ein Unison-Band. Neunter Bund E-Seite. Zwölfter Bund H-Seite. Und Bending, bis der Ton der gleiche ist. Dann das gleiche hier. Und am Schluss hast du von hier. Diese kleine Sekunde. Dann hättest du jetzt. Bund, H und E-Seite, der Ton bleibt immer gleich, die anderen bewegen sich mit, das ist die Terz zwischen hier und hier, also das ist der 11. Bund auf der D-Seite, 9. auf der H-Seite, dann hier auf dem 11. Bending, ganz toll. Neunter E, 12. A, 9. H. Das ist auch relativ easy, es ist alles hier in der Pentatonik. Hier zwingt man so ein Mail. Bending. Das ist der 9. G-Seite. 11, 9, 11 auf der D-Seite. Mit Ganzton-Bending. Jetzt nochmal reinhören, wenn das war. Höre ich da? Bin mir nicht ganz sicher. 9. auf der D-Seite. Dann die Grammatik hier, 11, 10, 9 und dann wieder 11. auf der D-Seite. Was ist das? Das hier. Slide von 9 auf 11 auf der A-Seite, 9. auf der D. Dann genau das gleiche in der Seite weiter die Richtung. Ist dann, glaube ich, der nächste. Ganzton von 12, von 14 auf 16. Und dann auf die Terz hier. Terz eingreifen. Sogar so,
Also die kleine Terz nochmal anschlagen, einmal auch noch auf die große. Und dann daher, also im Ganzen. Und dann ist am Schluss ein Bending auf der kleinen Terz mit einem Halbton. Sowas. Dann das gleiche nochmal. Pull-off zu dem Pentatonic. Das ist alles. Diese Terz und diese Terz. Und diese Terz mit Bending. Was im Prinzip ungefähr den beiden Tönen entspricht. Kannst du die Rhythmik ungefähr ausmachen. Einer von den beiden, Moment. Bisschen schwer im Kontext zu hören. Also hier oben die Quarte. Mit Pinchamonic. Ja, das ist es im Groben. Bei der Geschichte da. Aber jetzt keine Lust, das en Detail auszuzählen, aber das ist das, was passiert. Das kannst du ja selber dann machen. Das grob in einem Durchlauf. Ich glaube, das sollte ungefähr hinkommen. Die ganz genauen Sachen musst du dir selber abchecken.